Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Willkommen zu Tag 3 der nicht ganz Trans-Germany. Und zwar habe ich im letzten Video schon gesagt, ich plane um. Was soll's, ey? Ist auch egal. Die Route von hier, das Kaff heißt Hülben, also kurz hinter Bad Urach. Bis nach Hause sind es 540 Kilometer, 4400 Höhenmeter und ich habe mit Komoot eine Gravel-Route geplant. Gravel sollte also nicht so wie dieses super Downhill-Mountainbike-Routending der Trans-Germany irgendwie easy sein. Und ich höre gerade, die Route ist geladen. Es ist kurz nach 6. Ich bin heute ein bisschen früher rausgekommen hier und habe auch so ein bisschen besser geschlafen, zumindest ganz bisschen. Ja, ich würde sagen, ab geht's, Strecke machen. So nach 30 Kilometern habe ich mal die erste Pause gemacht und meine Getränke aufgefüllt und den Tourenbeutel voll mit Backwaren geladen. Und jetzt bin ich kurz vor Stuttgart und Gravel an der Autobahn ist angesagt. Ja, mal schauen, wie das läuft. Ah, fuck, ich muss auf die andere Seite. Darüber. Tatsächlich nicht so gut in der Zeit, wie ich dachte, aber ist mir auch egal jetzt. Ich versuche einfach eine gute Zeit zu machen und ist scheißegal, wie viel ich mache heute. Ist egal.
Jo, 120 Kilometer runter. Gerade noch mal meine Reste gegessen, die ich so mit hatte. Ich brauche gleich noch mal Wasser irgendwie. Kann leider auch nicht zu lange sitzen, weil dann passiert das hier. Ja, mein Gott, es ist brutal heiß. Und irgendwie habe ich auch langsam das Bedürfnis, mich mal richtig zu waschen. Ich weiß noch nicht, was heute so passiert. Mal gucken, wo ich einkehren kann und so. Weiter geht's. Mal frisch geduscht, ne? Dann kann ich auch durchfahren jetzt bis um 9 oder so wieder. Jetzt ist mir auch egal. Das war das Einzige, was ich gebraucht habe. Ja, was geht? Ich habe gar kein Auto gesprochen, merke ich gerade. Und ich habe schon Bier getrunken und jetzt geht es mir eigentlich gar nicht mehr so richtig gut. Fühle mich gar nicht dazu in der Lage. 200 Kilometer, 2300 Höhenmeter oder so. Und wie ihr seht, ich habe mir hart gegönnt. Ja, ich schlafe heute im Hotel. Und für morgen ist geplant Regen. Und Gewitter. Es soll richtig doll regnen und gewittern. Und es sind von hier jetzt noch 400 und... Nee, 300? Irgendwas gegen 400 Kilometer. Bla. Ich habe nochmal eine andere Route erstellt und dachte, ich fahre mal von... Ich bin in Aschaffenburg übrigens. Habe ich gar nicht gesagt, ne? Aschaffenburg ist es. In Bayern. Also ich habe eine Route erstellt nach Kassel. Das sind auch nochmal 200 Kilometer mit 2000 Höhenmetern. Und es tut mir leid, ich nehme euch nicht mit. Weil ich da wohl in den Zug steige und dann nach Hause fahre und... Film kostet einfach zu viel Zeit und ich will morgen Lästigen machen, die letzten 200 abreißen und dann in meinem eigenen Bett schlafen, glaube ich. Ja, ist auch halt nicht geil. Also ich habe einfach keinen Bock, morgen Abend im Regen und bei Gewitter dann irgendwo am Arsch der Welt mein Zelt aufzuschlagen. Wenn das klar ist, dann ja, gibt's eine andere Option für mich. Es ist ja auch Urlaub und Urlaub soll auch irgendwie Spaß machen, ne? Und ja, das bedeutet für mich, ich kann auch noch so ein geiles Alicat mitnehmen in Hannover. Und ja, genau, das mache ich. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid nicht zu doll enttäuscht von mir.
und wir sehen uns bald wieder. Ciao.